Juhu! Es ist endlich Wochenende, es ist frei und ihr seid mit dabei. Hier nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Komm, zeig mir nochmal kurz dein Dreibein und blablabla. Bitte was? Was sage ich? Ich bin einfach zu aufgeregt. Ach, endlich geht's weiter. Ich habe so lange drauf gewartet. Und wo sind wir überhaupt stehen geblieben? Und das Wetter spielt auch mal wieder ordentlich mit. Und wir stehen hier wie so ein begossener Pudel mit der Fackel in der Hand. Ja, aber es heißt ja nicht umsonst, wir zünden die Fackel an, denn wir sind der Fackelmann. Und der Fackelmann bringt auch die Fackel zum Brennen, wenn es regnet. So, okay, jetzt lasst uns aber endlich mal schauen, was wir hier für eine mächtige Waffe erhalten. Oder? Ich bin so gespannt. Ich glaube ja eher, dass er uns in den Dreck stoßen wird. Oder uns einfach nur verarscht. So, da schaut ihr, ha? Ich bin die Fackel, ich bin die lebendige Fackel. Ich zünd euer Lager an, denn ich bin der Fackelmann. Und wenn der uns verarscht, den zünd ich an. Versprochen. So, wir speichern aber nochmal vorher. Ja. Ach, ich bin so aufgeregt. Was ist es? Seid ihr auch mit aufgeregt? Seid ihr auch so aufgeregt? Juhu! Gib uns jetzt unsere Belohnung. So, ich hab den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse! So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat auch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Was? Ich soll dir wohl deine dreckige Fresse polieren. Na, warte, du Mistvieh. Noch einmal. Und du bist tot. Du dreckiges Mistschwein. Ich wusste es. Du hast bestimmt noch keine Erzsteuern an mich entrichtet. Ja, aber irgendwie hat er, glaube ich, auch recht, oder? Wie konnten wir nur so dämlich sein und das glauben? Naja, wir hatten ja Restzweifel. Ich hätte jetzt vielleicht eher damit gerechnet, dass er uns irgendwas Nutzloses gibt. Aber das einzig Nutzlose ist wohl er. Na gut. Hier, du dreckigen Mistvieh. Ich hab den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat auch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Du dreckiges Mistvieh, Baloro. Ich schwöre, den grabben wir uns noch, wenn wir es können. Ach. Ich habe mich so gefreut, dass wir hier irgendwas Ultimatives kriegen. Und was kriegen wir? Die ultimative Verarsche, beziehungsweise den ultimativen Arschtritt. Das ist sehr nett, du dreckiges Mistvieh. Ah, zumindest haben wir noch 300 Erfahrungen bekommen. So, jetzt noch eine andere Sache. Wir können doch hier buddeln gehen, oder? Das war doch so. Wir haben eine Ausrüstung bekommen, die ziehen wir uns gleich nochmal an und fragen mal noch diesen verschmierten keine Ahnung wie er hieß, ob wir hier nicht irgendwie buddeln können oder so. So, irgendwie müssten wir die Option dafür bekommen. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe.
Okay, die Option bekommen wir nicht. Hm. Moment, ich würde gerne noch einmal den ansprechen. Baloro, vielleicht hilft er uns ja zumindest noch, dass wir hier mal in die Mine reingucken können. Und uns ein bisschen Erz grabben können. Ja, das wäre gut. Erz grabben. Grabben, einfach nehmen. Gar nicht danach fragen. Einfach nehmen. Hey Mann, das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Ja, wenn wir das bloß schaffen würden. Ach, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr raus aus die Option. Fuck! Ich glaube, ich muss jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann! Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Verdammt. Schöner Kampf. Hä? Noch einmal und du bist tot. Du hast bestimmt noch keine Erzsteuern an mich entrichtet. Ja, das ist wohl wahr. Okay, wir laden dann doch nochmal ein. Oh. Wir sind noch nicht mal dazu gekommen, die Waffe zu ziehen. Das ist nett. Gut, wir haben auch nicht unsere, Hey Mann, das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Ja, wir hatten nicht mal unsere Rüstung an. Nur diese Schürferrüstung. Okay. Ich denke, wir werden etwas später mit ihnen abrechnen. Und dann werden wir ihnen in der Tat die Fresse polieren. Und nicht nur die Fresse, den polieren wir den Arsch und, keine Ahnung. Wir schlagen ihnen einfach die Haare aus der Perücke. Oder die Farbe. Genau, wir hauen ihnen die Farbe aus der Perücke. Obwohl, er hat ja gar keine Farbe, das waren ja weiße Haare, oder? Gut, also, offiziell kommen wir hier wahrscheinlich nicht in die Erzmine. Zumindest weiß ich nicht, was der Trigger dafür ist. Wir schauen mal kurz ins Aufgabenbuch. Ja, so viel haben wir nicht mehr. Wir haben das Rezept der Stärke ja in den Taschen. Wir werden... Das Einzige, was wir noch versuchen werden, wir werden hier einfach so in die Mine reinzugehen. Egal, was die sagen. Vielleicht kriegen sie es ja nicht mit. Kannst du uns nochmal helfen? Ja, nimm den Stängel aus der Fresse. Ich rede mit dir, du Bauer. Nee. Ich weiß auch nicht, was dafür erfüllt sein muss. Es ist auch keine direkte Aufgabe. Verdammt. Wow. So, hier ist abgeschlossen. Gibt es hier irgendwo eine Winde, die wir ziehen können? Okay, die Tür. Wir gehen jetzt einfach durch die Tür. Was? Haben die uns in die Tür reingebächt? Die Winde klemmt. Okay. Na, dann gehen wir hier doch nur wieder mal raus. Hä? Okay, das scheint ein kleiner Bug. Ein kleiner Bug zu sein. Wir dürften hier gar nicht drin sein. Und sie verfolgen uns. Und die Winde klemmt auch. Wir können hier gar nichts erreichen. Und so von Bug-Usen halte ich auch nichts, daher lassen wir das vorerst. Ich hoffe, wir kommen da später nochmal rein. So, dann gehen wir weg hier. Gehen wir weg aus dem Talkessel voller Erz. Oh, schade, ich dachte, wir können uns irgendwie bedienen hier. So nebenbei so aus Versehen so. Hey, du. Hier gibt's nicht mal ein kluges Kerl. Was hast du da drin? Verschwinde, bevor... Was? Ja, ich weiß schon, was du sagen wolltest. Den können wir hier jetzt gar nichts erreichen. Vielleicht sollten wir hier noch gar nicht sein. Das denke ich mal eher. Daher verschwinden wir jetzt auch einfach wieder. Wo war das nochmal? Ich glaube, wir müssen hier irgendwie hoch. Da, nach oben. Gehen wir einfach über die Hütte. Hey, steig dir aufs Dach. Kommen wir hier auch hoch? Ja, schön.
Oh, es ist Vollmond! Da zeigen wir unser wahres Gesicht. Die Truhe haben wir, glaube ich, schon genommen. Das Blöde ist, wir können uns auch gar nicht anschleichen, ha? Die scheinen uns einfach zu spüren oder zu riechen, diese kleinen, miesen Penner. Naja, was soll's. Okay, gehen wir zum Ausgangsplan. Dazu schauen wir erst einmal auf die Map. So, da unten sind wir. Wir wollten uns ja die Gegend um das Lager etwas angucken. Das haben wir hier nach hinten raus getan. Hier scheint es auch nichts mehr zu geben. Das ist total eingekesselt hier alles von Gebirgen. Hallo? Den lassen wir mal. Den lassen wir mal. Mal schauen. Vielleicht sind ja irgendwann mal mehrere. Vielleicht findet er noch eine kleine Freundin, die er ja durch den Dreck stoßen kann. Und dann haben wir wieder ein bisschen Frischfleisch. Wir haben sowieso viel zu viel Fleisch, oder? Wir haben viel zu viel Fleisch. Ah, Moment, ich gönne mir jetzt erstmal einen. Das sah aus, als ob er die Fackel aufraucht. Meine Güte. Geil. Okay. Es gibt noch so viel, was ich wissen will. Zum Beispiel die Novizenrüstung. Wir haben ja nur eine leichte. Gibt's nun eine mittlere? Gibt's eine schwere? Gibt's vor der Templerrüstung überhaupt noch irgendein Upgrade? Das ist die Frage. Hier oben waren wir auch schon, da kann ich mich noch dran erinnern. Wir brechen mal hier durch diese komischen Brettern hier und schauen mal, hier eventuell noch irgendwas liegt oder irgendwo was rumkriecht oder... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, wo sind wir hier? Ach, das ist das alte Lager. Das neue Lager. Da ist auch diese Kneipe. Hier hatten wir, glaube ich, auch unseren Dorf-Lurker. Dammlöcker gefunden. So, jetzt ist die Frage, können wir die Abkürzung nehmen ins Wasser? Also rein von der Sprungweite her würde ich sagen, wir würden es ins Wasser schaffen. Oder? Ja, gut gewürzt ist abgekürzt, oder? Nein! Das Sterbegeräusch hat gefehlt. Ach, verdammt. Ja, jetzt, wo man es wollte, dass er so einen weiten Sprung macht, macht er den nicht. Natürlich. So, noch ein Versuch. Wieso macht er diesen Sprung nicht? Verdammt! Okay, wir machen es anders. Wir springen erstmal so. Ja. Okay. Ja. Ja, nein! Okay. Wir lassen's. Wir gehen einfach wie ganz normale Menschen einfach den Abhang herunter. Ansonsten fliegt er hier durchs Bild. Und jetzt will er nicht. Ah, vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit. Das kann ich ja ganz gut noch nachvollziehen. So, die Nacht sagt auch nichts Neues mehr. Außer, dass sie still ist. So, da oben, wo sind wir hier? Ach so, das ist ja der Übergang. Das sollten wir hier überleben, glaube ich. Ah. Können wir auch ganz cool runterrutschen. Okay. So, mit den ganzen Wassermagiern hatten wir, glaube ich, auch schon geredet. Was heißt mit den ganzen? Es stand ja nur einer zur Auswahl. Es wurmt mich jedoch schon so ein bisschen, dass wir in diesen Erzkessel dort nicht reinkommen.
Ich weiß auch gar nicht, ob Lee... wir sprechen einfach mal Lee an. Die Entscheidung fürs Sumpflager haben wir jetzt nun getroffen. Vielleicht kann er irgendwas sagen, irgendwas ändern an der Sache. So sind wir diese Option dann nämlich auch durch. Hopp. Und beklaut haben wir hier sowieso schon alle. Na, willst du da nicht hoch? Willst du da nicht hoch? Bin ich gerade ins Feuer gesprungen? Oder sah das nur so aus? Naja, wir sind halt Feuer und Flamme. Soli, komm schon. Gib mir irgendeine Info. Laris. Ach ja, war ja Laris, nicht Lee. Was sage ich denn hier? Hey Laris, alter Gauner. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du den Riesenhaufen Kraut meinst, den hab ich mir schon unter den Nagel gerissen. Du scheinst mir einer von der schnellen Sorte zu sein. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Ja, wir wollen gar nicht hier aufgenommen werden und können das auch gar nicht. Wir könnten uns höchstens mit den 400 Erz ein bisschen Erfahrung erkaufen. Da es ein Auftrag ist, machen wir das. Ich hab die 400 Erz. Zähl nochmal nach. Ich hoffe, du hast nicht schon die Hälfte versoffen. Was? Wie kommst du darauf? Was? Wir haben keine 400 Erz mehr? Wir hatten noch so viel. 313? Okay, dann müssen wir wohl noch... Hey, wer bist du? Bronco? Ross? Was? Rotko? Ach, keine Ahnung. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen was verkaufen. Ich hoffe, hier sind noch ein paar Leute, die ein bisschen Erz in den Taschen haben. Hey, du. Ach, halt die Backen. Wir schlafen erstmal ein Ründchen. So. Ja, aha. So. Okay. Was hast du da drinnen getrieben? Das geht dir einen Scheißreck an. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Oh, er hat 960 Erz. Na, da verkaufen wir doch mal ein bisschen was. Die Crawler-Platten brauchen wir, glaube ich, noch. Hammer, naja, brauchen wir sicherlich nicht. Irgendein Krug auch nicht. Wolfsfell, glaube ich, auch nicht. Kochlöffel nicht, Laute nicht. Klinge behalten wir mal noch. Besteck. Wir essen mit den Pfoten. Rasieren brauchen wir nicht. Wir sehen gerne aus wie ein Penner. So. Eine Pfanne brauchen wir auch nicht. Reiner Alkohol, denke ich mal, brauchen wir auch nicht. Schwefel brauchen wir nicht. Quecksilber. Keine Ahnung. Schattenläuferfell brauchen wir auch nicht. Pokal nicht. Was haben wir noch alles? Kerzenständer. Löckerhaut. Zähne. Krallen. Oh, oh. Hier gibt es ja wirklich eine ganze Menge. 932. Okay. Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt. So, dann gibst du uns 930. Und den Gegenwert kannst du behalten, du Dreckschwein. So. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich habe hier gerade ein paar Dietriche gesehen. Im Augenwinkel. Können wir die mitnehmen? Na, 90 Stück brauchen wir wahrscheinlich nicht. Aber wir nehmen mal... ja, wir nehmen mal 30 Stück mit. Und geben ihnen dafür... Was geben wir ihnen dafür? Ein paar aufs Maul. Nein, wir geben ihnen Erz. Wir haben ja genug. So, hier hast du 300 Erz. So, da kannst du dein Kopfkissen mit ausfüllen und gemütlich schlafen. Okay, Laris, wir sind zurück. Gib uns noch das bisschen Erfahrung. Juhu! Ich hab die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Inwiefern? Ich will mich verbessern.
Okay. Na ja, klar, wir können ja hier nicht aufgenommen werden, daher, was erwarten wir? Gut, einen größeren gibt's hier nicht. Ich weiß nicht, ob Lee... Ich glaube, Lee ist der Oberste. Nur da kommen wir wahrscheinlich gerade nicht ran. Und hier läuft auch nur ein Wassermagier rum. Ich halte mich da lieber raus. Dann war es das wohl vorerst für das neue Lager. Ein bisschen drumrum haben wir auch geschaut. Ja. Okay, dann gehen wir halt wieder. Hey, Balkagan! Erwache! Ja, danke. Und du hast auch nichts Neues. So, wir haben immer noch die Fackel an. Heute sind wir nicht der Fackelmann. Am Tage zünden wir nämlich nicht die Fackel an. Also sind wir auch kein Fackelmann. Mann. Okay, in die Kneipe gehen wir auch nicht. Kneipengespräche haben wir vorerst schon genug gehabt. Hier unten gibt's auch nichts. Horatio vergibt uns auch nicht mehr. Oh, was soll's. Okay, so, dann müssten wir uns jetzt rein questtechnisch, dass wir hier alles schön sauber kriegen, eigentlich nochmal ins alte Lager aufmachen und das Rezept der Stärke abgeben. Das werden wir auch tun. Und ja, ich überlege nochmal ins Sumpflager zu gehen und abzuchecken, ob wir noch eine bessere Rüstung kriegen können. Oder wir wagen uns in die Mine. In die Mine. Wo sind hier meine... Ach, hier. 10 Lernpunkte haben wir. Wir haben bald wieder welche. Ich glaube, wir gehen auch mal auf zwei Händler. Weil das wird langsam wichtig. Wir wollen hier langsam zum Templer digitieren. Genau. Novize digitiert zu Templer. Ja. An der Geschichte muss... Ja, der Templer. Er ist wunderbar. So, hier waren wir auch schon. Da oben waren Snapper. Die kriegen wir nicht weg. Die geben uns höchstens einen Snapper-Furz. Und dann liegen wir im Dreck rum. Ja, was machen wir? Gehen wir erst zum Sumpflager wegen Rüstungscheck? Oder gleich ins alte Lager? So, das war's mit dir, Sumsum. Komm mir nicht dumm-dumm, Sumsum. Sonst gibt's, Mum-Mum. Mum-Bum, genau. Sumsum, komm mir nicht dumm-dumm, sonst gibt's Bum-Bum. Hey, das gefällt mir. Hey, Sumsum, komm mir nicht dumm-dumm, sonst gibt's Bum-Bum. Aber nicht auf der Art, die du denkst. Und wo sind wir denn hier? Da geht's ins Ungewisse. Ich weiß gar nicht, was da am Ende vom Weg überhaupt ist. Das könnten wir zwar erkunden. Ja, schade, man sieht hier nicht die Maus. Links oben dort auf dem See die Kneipe. Also im Nordwesten. Und südlich davon unten, da dieses, sieht so seitlich aus wie so ein Hufeisen. Da ist dieser komische Erzkessel, wo wir noch nicht reinkommen. Ja. Okay, wir gehen jetzt erstmal ins alte Lager und geben das Quest ab. Genau, wir geben das Quest ab und dann sehen wir erstmal weiter. Der Hauptstrang der Story führt uns ja sowieso quer durch die ganze Map. Daher können wir das dann auch mit der Erkundung eigentlich kombinieren. Denke ich. Natürlich werde ich im Auge behalten, wo wir schon waren, etc. Hi, Aiden. Hast du denn irgendwas? Nö. Ah, aber ich sehe. Ach, du hast nichts in den Taschen. Dein Glück.
Ja, ja. Am liebsten hätte ich dir die Fresse poliert. Obwohl. Das ist ja nur ein kleiner dreckiger Bandit, oder? Komm mal her, du Mistvieh. Bleib stehen! Ja, so, halt mal still. Nein! Beim nächsten Mal bringe ich dich um. Ja, ich weiß. Da hat sich wieder so ein bisschen die Taste hier festgehakt. Er hat diese Sprintangriffe andauernd durchgeführt. Wir machen das anders. Wir sind ein kleiner Hinterlader. Deswegen kommen wir immer schön von hinten. Hallo, Aiden. Juhu. Das ist ganz toll. Deine Taschen sind voll. Glaube ich zumindest. Hallöchen, Aiden. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, das kannst du uns alle schenken. Er kann uns sowieso nichts mehr beibringen. Daher, ach, weißt du was? Ah, okay. Kalt machen können wir ihn nicht. Aber dafür liegt er schön auf dem Grill. Tja, da gibt's... Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Da gibt's schön Bratmaxe. Was hast du gemeint? Kein Problem. So. Möchte ich nicht nochmal hören, sowas. Okay, ich sehe schon das alte Lager. Das alte Lager. Okay. Ja, wie schon gesagt, also in dem Erzkessel oder was das da ist, kommen wir leider nicht rein. Aber eigentlich würde ich da gerne rein. Das kann natürlich auch sein, dass wir storytechnisch ein bisschen weiter vorrücken müssen, damit das geht. Daher können wir uns momentan noch nicht zu viel darauf fixieren. Kabalon, ja, er lebt noch. Ah, Kabalon, der Fersengeld gibt. So, mal schauen, was Dexter zum Rezept der Stärke sagt, oder? Was er da meint. Kriegen wir vielleicht irgendwas Schönes? Auf jeden Fall Erfahrung. Oder kriegen wir, ja, also wie uns der andere verarscht hat, würde er uns, glaube ich, nicht verarschen. Das hoffe ich zumindest. Wenn nicht, setzt es was. Dann wirst du da im Dreck rumliegen vor mir und rumkriechen und um Vergebung betteln. Ja, wenn wir uns schon wagen, Koakalom zu bestehlen, muss sich das auch lohnen.